Markarth. Die Stadt aus Steinen ist ein Labyrinth aus Wasserfällen und architektonischen Wundern in Himmelsrand. Eine Bastion der Geschichte und der Geheimnisse. Eingebettet in die raue Landschaft von Reach ist diese Festung nicht nur ein Zeugnis des Dwemer Freimuts, sondern auch ein Zentrum voller Intrigen und Machtkämpfe. Die Geschichte von Markarth ist so alt wie die Berge, die sie umgeben. Und ihre Mauern bergen Geschichten von Reichtum, Verrat und revolutionären Ideen. Markarth mag zwar nicht die erste Stadt sein, die Reisende in Himmelsrand besuchen, doch ihre einzigartige Kultur und ihre Geheimnisse machen sie zu einem unvergesslichen Teil jeder Skyrim-Erfahrung. Welche Wunder verbergen sich in den alten Dwemer-Ruinen unter der Stadt? Welche Rolle spielt Markarth in den politischen Spannungen von Himmelsrand? In diesem Video erkunden wir die tiefen Gänge und die reiche Geschichte, die Markarth zu einem der faszinierendsten Orte in ganz Tamriel machen. Ich bin Amemos und das hier ist dein Kanal für The Elder Scrolls. Mit einer Vielzahl von Videos, die tief in die Lore eintauchen, ist dieser Kanal der Ort für alle, die mehr über die faszinierende Welt von Skyrim und den anderen The Elder Scrolls Spielen erfahren möchten. Abonniere jetzt kostenlos, um regelmäßig meine Videos auf deiner Startseite angezeigt zu bekommen. Und wenn es dir gefällt, lass gern ein Like da. Möchtest du meine Videos vor allen anderen sehen? Unterstütze mich durch eine Mitgliedschaft und genieße sofortigen Zugriff auf neue Videos, bevorzugte Kommentarplatzierungen und vieles mehr. Unsere Community ist bereits auf über 64 Mitglieder angewachsen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Durch euch sind diese langen Videos überhaupt erst möglich. Und wie immer, vergisst nicht, bei Holy vorbeizuschauen. Mit Holy Energies Focus Boostern, die du selbst mischen kannst, bleibst du im Spiel, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Dank Vitamin, Nootropics und dem Verzicht auf Zucker könnt ihr bei Holy sicher zugreifen. Nutzt meine Gutscheincodes, um clever zu sparen, und unterstützt gleichzeitig diesen Kanal. Die Gründung von Markarth liegt verborgen in der meretischen Ära, eben jener mysteriösen Zeit in The Elder Scrolls, der legendäre Geschichten und Mythen entstammen. Das genaue Gründungsdatum ist in den Wirren der Zeit verloren gegangen. Doch eine Sache steht fest. Die Dwemer haben Markarth erbaut. Die Dwemer, oft fälschlicherweise als Zwerge bezeichnet, waren eine der geheimnisvollsten Spezies auf dem Kontinent Tamriel. Ihr Name leitet sich von dem altmährischen Dwe und Meer ab, wobei Meer allgemein als Bezeichnung für Elfen verwendet wird. Die Bedeutung von Dwe ist weniger klar, aber es wird angenommen, dass es tief oder klug bedeutet, was auf ihre tiefgründigen Gedankengänge und ihr geheimnisvolles Wesen hinweist. Die Dwemer waren bekannt für ihre fortgeschrittenen technologischen Errungenschaften und ihre beeindruckenden unterirdischen Städte. Sie waren Meister der Mechanik und Magie, deren Konstrukte die Ani-Munkuli bis heute in den Ruinen ihrer einstigen Zivilisation zu finden sind. Diese mechanischen Wunderwerke werden oft mit den Dwemern selbst verwechselt, obwohl sie nur Schöpfungen dieser verschollenen Spezies sind. Das plötzliche Verschwinden der Dwemer bleibt eines der größten Rätsel auf Tamriel. Es wird vermutet, dass ihr Untergang mit dem Gebrauch der Werkzeuge des Zwergenarchitekten Kargenak und der Interaktion mit dem Herz von Lorkhan zusammenhängt, was zur gleichzeitigen Auslöschung ihrer gesamten Spezies führte. Ihre Städte und Maschinen sind stumme Zeugen einer längst vergangenen Ära, die mehr Fragen aufwirft, als Antworten zu geben. Auch Markarth ist eine Hinterlassenschaft der Dwemer, welche heute von den Nord, einst von den Reikmann und den Abgeschworenen von Reach bewohnt wurde. Die ursprüngliche Stadt erstreckte sich weiter und war größer, reichte sogar tief unter die Oberfläche von Himmelsrand. Ein besonders alter Teil der Ruine führte sogar hinab bis in die Schwarzweite. Dieser Abschnitt war nur während der zweiten Ära zugänglich, während der Ereignisse von The Elder Scrolls Online. In der vierten Ära, während der Ereignisse von Skyrim, ist dieser geheime Teil verschüttet und bietet Abenteuern keinen Durchgang mehr. Ursprünglich gründeten die Dwemer eine neue Festung an den Wurzeln von Kaafmat, dem Berg, der am Kopf des Tals des Kaaf-Flusses thront. Über viele lange Jahre hinweg gruben die Dwemer die Stadt Nushant Zell aus dem Inneren des Berges aus
und bauten dabei nach oben, bis sie schließlich in die von der Sonne beleuchtete Welt durchbrachen. Hier in dem Hochtal errichteten die Dwemer robuste Verteidigungsanlagen und weitläufige Vorratszellen über der Erde. Wer in Skyrim Markarth besucht, sieht vorwiegend den überirdischen Teil von Nushant Zell. Doch das Herzstück dieser alten Dwemer-Stadt liegt unterirdisch. Die Festung Unterstein ist ein Teil der älteren Anlage und beherbergt neben dem Thronsaal weitere Bereiche, die tiefer in die Erde reichen. Jene mysteriösen Teile der Stadt, welche für die meisten Reisenden unbekannt sind, werden wir uns noch später ansehen. Doch zunächst werfen wir einen Blick darauf, wie es Markarth erging während der ersten Ära von Tamriel. Bereits die erste Ära verlief für Nushant Zell unruhig. Jedoch gab es auch Jahrhunderte, wo die Stadt florierte. Wie viele andere Dwemer-Städte in Himmelsrand wurde Nushant Zell während der Feldzüge von Hochkönig Gellir geplündert. Gellir war ein Hochkönig von Himmelsrand während der ersten Ära. Über ihn und seine Herrschaft ist nur wenig bekannt, außer dass er einige Jahrzehnte nach König Harald regierte, dessen Regentschaft im Jahr der ersten Ära 221 endete. Gellir führte die ersten Nord dazu, mehrere Dwemer Stadtstaaten zu erobern, darunter übrigens auch Misulft, obwohl die Dwemer sie etwa ein Jahrhundert später zurückeroberten. Einige Geschichtsschreiber glauben, dass Gellirs überraschender Erfolg auf kluge Strategien und möglicherweise göttlichen Segen zurückzuführen ist. Andere argumentieren jedoch, dass die Dwemer zu dieser Zeit durch einen internen Konflikt geschwächt waren, was Gellirs Eroberung begünstigte. Die Aetherium-Kriege, ein gewaltiger Bürgerkrieg innerhalb der Dwemer-Zivilisation, könnte eine Schlüsselrolle bei dieser Eroberung gespielt haben. Der Konflikt entbrannte über die Kontrolle der Aetherium-Ressourcen und der Aetherium-Schmiede, was zu jahrzehntelangen Kämpfen führte und die Dwemer Stadtstaaten von Himmelsrand erheblich schwächte. Diese internen Zwistigkeiten dezimierten die Dwemer Städte und begünstigten vielleicht Gellirs Eroberungen. Die Artefakte, die in der Aetherium-Schmiede geschaffen wurden, hatten immense Macht, doch der Preis für diese Macht war hoch. Und die daraus resultierenden Konflikte zehrten an der Stärke der Dwemer. In jenen Tagen war der Hass zwischen Menschen und den Meervölkern allgegenwärtig. Insbesondere die Altmeer hielten sich für die überlegene Spezies und versklavten die Menschen, was schließlich in die Alessianische Revolution gipfelte. Später versuchte der Meer Rhain Direnni sein Glück, Nushant Zell unter seine Kontrolle zu bringen. Während der Alessianischen Reformen stellte er sich gegen das gesamte menschliche Kaiserreich und schaffte einen Einflussbereich für die Direnni-Meer. Letztlich wurde er von den Menschen besiegt und ein neues Zeitalter wurde eingeläutet. Der Dwemer-Clan, der einst Nushant Zell bewohnte, war einer derjenigen, die die Falme nach dem Krieg mit den Admoranern, den Vorfahren der Nord, aufnahm. Sie dokumentierten ihren Pakt, die Falmer zu blenden und sie in die Sklaverei zu zwingen, auf einem Stein, der sowohl in der Dwemer als auch in der Falmer-Sprache eingraviert war. Wie viele andere Dwemer-Siedlungen wurde sie plötzlich im Jahr der ersten Ära 700 verlassen mit dem Verschwinden der Dwemer. Dies sorgte dafür, dass die inzwischen verdummten Falmer die Anlagen übernahmen. Während die meisten verlassenen Dwemer-Städte dem Verfall preisgegeben wurden, unterschied sich Nushant Zell durch ihre umfangreichen Befestigungen und oberirdischen Gebäuden von den meisten anderen. So dauerte es nicht lange, bis die Ureinwohner von Reach die Stadt für sich beanspruchten. Ein Stamm der sogenannten Reikmannen ließ sich in Nushant Zell nieder. Sie nutzten die Festung in Zeit der Not als Rückzugsort und etablierten schnell eine funktionsfähige Siedlung. Bis zum Jahr der ersten Ära 930 wurde von wenigen Reisenden berichtet, die die Gegend besuchten, dass die Reikmannen die Ruinen das ganze Jahr über besetzt hielten. In dieser Zeit bekam Nushant Zell seinen Namen Markarth. Mar steht dafür in der Sprache der Reikmannen für über dem Fluss. Und das Karth im Namen verweist direkt auf den Fluss, der durch Reach fließt. Eine verständliche Übersetzung von Markarth könnte also lauten, Stadt über dem Fluss von Karth. Der herrschende Stammesführer in Markarth wurde als der Arth bezeichnet oder als König der Festung.
Art war somit der eigentliche Titel für den Herrscher von Markart. Eine der Waren, die Markart schon früh exportierte, war der in seinen Steinbrüchen abgebaute Granit. Der Immerfort-Palast in der bretonischen Stadt Immerfort, die in der ersten Ära im Jahr 983 von den Flusspferd-Bretonen gegründet wurde, wurde aus Markart-Granit erbaut. Markart hätte vielleicht nichts weiter als eine besetzte Ruine bleiben können, geschmückt mit Reikmannhütten aus Tierhäuten und groben Fellen. Aber in der ersten Ära im Jahr 1033 befahl Kaiserin Hestra den Legionen des Alessianischen Reiches Reach zu unterwerfen und ihrem Herrschaftsbereich hinzuzufügen. Kaiserin Hestra war eine der frühen Herrscherinnen des Alessianischen Reiches während der ersten Ära. Sie war bekannt für ihre Bemühungen, das Reich zu erweitern und zu festigen und spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte von Markart und der Region von Reach. Ihr erstes Ziel war Markart, die größte Siedlung in der Region. Und so rückten sie mit der eisernen Macht des Alessianischen Reiches voran. Der Art von Markart verteidigte die Festung mit großer Entschlossenheit. Aber die gut ausgebildeten Taktiker des Kaiserreichs erwiesen sich als überlegen gegenüber den ungeordneten und unorganisierten Stämmen von Reach. Die Stadt fiel gegenüber dem Kaiserreich und einige der größten Krieger des Arts wählten den Tod, anstatt sich zu ergeben. Doch die Kaiserlichen konnten nach ihrem Sieg nicht in Frieden Markart regieren. Während der einjährigen Kampagne wurde das kaiserliche Markart unerbittlich von den rebellischen Reikmannen des Roten Adlers Faolan geplündert. Faolan, auch bekannt als der Rote Adler, war ein legendärer Held der Reikmannen und eine zentrale Figur im Widerstand gegen das Alessianische Reich. Trotz seiner Verbannung durch die herrschenden Ältesten seines Volks verteidigte er Reach gegen die Legionen des Alessianischen Reiches. Faolan war für seine Entschlossenheit und seinen Mut bekannt und wurde zu einem Symbol des Freiheitskampfes der Reikmann. Er schloss einen Pakt mit einer Hexenrabenmutter, um als erstes Dornenherz übernatürliche Kräfte zu erlangen, die es ihm ermöglichten, die kaiserlichen Legionen vorübergehend aus Reach zu vertreiben. Seine Geschichte ist eine der Tragik und des Heldentums, die tief in der Kultur und den Legenden der Reikmannen verwurzelt ist. Trotz seiner übernatürlichen Kräfte als Dornenherz und der Unterstützung seiner Getreuen konnten seine Kräfte Markart nicht zurückerobern, da Kaiserin Hestra mit einer Armee zurückkehrte, die mächtiger war als alles, was die Reikmannen zuvor gesehen hatten. So wurde Markart Teil des Ersten Kaiserreichs und die Reikmannen vertrieben. Andererseits erlaubten die Handlungen von Hestra, dass die Stadt aufblühte wie nie zuvor. Das Alessianische Kaiserreich fiel im Jahr 2331 der ersten Ära nach dem Ende des Krieges der Rechtschaffenheit. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Vorratsräume von Markart in prächtige Säle, Wohnhäuser und Werkstätten umgewandelt, wodurch die Stadt das Aussehen annahm, das uns heute bekannt ist. Dennoch gelang es niemanden, die antike Dwemer-Architektur zu übertreffen. Zur Zeit des Zweiten Kaiserreichs stand Markart unter der Kontrolle der Nords von Himmelsrand. Sie sahen sich der Aggression von Kaiser Gastav im Jahr der ersten Ära 2801 gegenüber, der die Drachenwache beauftragte, Geiseln aus Markart und Holdern zu nehmen, damit ihre Jarls ihre Einberufungsquoten für die kaiserliche Armee erfüllen würden. Gastav war der zweite Kaiser der Reman-Dynastie. Einzelheiten über sein Leben und seine Herrschaft sind rar gesät. Abgesehen davon, dass ihn einige als unfähigen Herrscher betrachteten. Situationen wie diese hatten das öffentliche Bild der Drachenwache und des Kaiserreiches geschädigt. Jedoch gelang es Reman II., das Vertrauen wieder herzustellen. Nach den Jahren des akavirischen Potentat und dem Beginn des Interregnums war Markart in Vergessenheit geraten und wurde zu einem gefährlichen Ort für Reisende und für die übrig gebliebenen Legionen. Bretonische Barone und nordische Jarls belagerten Markart fortwährend,
Aber die Stadt kam immer unbeschadet heraus. Schließlich erlangten die Reikmannen ihre Unabhängigkeit und nahmen Markart als ihre Hauptstadt. Geschichten über die Herrschaft der Reikmannen aus der damaligen Zeit über Markart haben kaum den Rest der Welt erreicht, da sie vorwiegend zurückgezogen lebten und Außenstehenden feindlich gesonnen waren. Richtig spannend wird die Historie von Markart, wenn wir einen Blick auf die zweite Ära werfen. Die zweite Ära war für Markart ebenfalls von spannenden Ereignissen geprägt. Im Jahr 533 in der zweiten Ära sammelte der Kriegsherr Durkorach der Schwarze Drache eine massive Horde von Reach-Kriegern und fiel in Cyrodiil ein, Wo er den Rubinthron beanspruchte und sich zum Kaiser erklärte. Durkorach, bekannt als der Schwarze Drache, war ein Reikmanne und der erste der Langhauskaiser während des Interregnums in der zweiten Ära. Durkorach heiratete Veraxia Tan aus der einflussreichen Familie Tan von Nibenay, um seine Macht zu festigen und seinen Anspruch auf den Thron zu legitimieren. Durch den Aufstieg der Reikmannen wurde Markart schlagartig wieder bedeutend und strahlte eine kaiserliche Autorität aus. Die Reach-Kriegsherren brachten viele geplünderte Schätze und Gefangene von der Front nach Hause und inspirierten viele Reikmannen dazu, ihr Zuhause für Ruhm zu verlassen. Die Handelsroute zwischen Markart wurde äußerst aktiv und sie brachte die Stadt in ein neues Zeitalter des Wohlstands. Schließlich kam Morika auf den Rubinthron. Morika, auch bekannt als Morika der Mittelmäßige, war der Sohn von Durkarach, dem Schwarzen Drachen, und folgte ihm als Kaiser von Cyrodiil während des Interregnums nach dessen Tod in der zweiten Ära im Jahr 542. Im Gegensatz zu seinem Vater, der für seine Eroberungszüge und die Expansion des Reiches bekannt war, wird Morika als weniger herausragend beschrieben. Er versuchte zwar Einsamkeit zu unterwerfen und es den damaligen Nord abzunehmen, wurde aber zurückgeschlagen. Morika setzte die Tradition der Langhauskaiser fort und versuchte die Macht der Familie zu festigen. Er schickte seinen Sohn Leovig aus, um mit Plünderern an der Grenze des Reiches fertig zu werden. Und nach dem Erfolg des Feldzuges erlaubte Morika Leovig eine Belohnung zu wählen. Leovig bat darum, Clivia Tan, die Tochter von Abnurtan, zu heiraten, die übrigens später selbst zur Herrscherin des Kaiserreichs aufsteigen sollte. Doch das ist eine Geschichte für ein andermal. Als Kaiser Morika das Gefühl hatte, dass er Autorität in Reach anwenden musste, um die Kontrolle in der Region zu bewahren, übertrug er einem Cousin der Familie, Kadach vom Schwarzdrachenclan, die Position des Gouverneur von Markart. Trotzdem beschränkte Morika Kadachs Machtbereich nur auf die Region Markart und überließ den Reikmannen-Clans den Rest von Reach ihrer eigenen Herrschaft. Mit der Thronfolge an Leovig endete auch die Herrschaft der Langhaus-Dynastie. Leovig hatte die Bevölkerung erzürnt, indem er den Dedra-Kult legalisierte, was zu seiner unfreiwilligen Absetzung führte. Varen Aquilarius, Herzog von Koroll, zettelte gegen ihn eine Rebellion an. Varen stürmte die Kaiserstadt und tötete Leovig persönlich im kaiserlichen Thronsaal. Somit fiel das Kaiserreich an Varen. Dieses Machtvakuum nutzte Kadach von Markart aus. Er übernahm den alten Titel des Aad für sich und beanspruchte die absolute Vorherrschaft über Reach für sich. Wie für solche Schreckensherrschaften üblich, säuberte Kadach seinen eigenen Clan und verbannte den Rest, damit niemand seine Autorität anzweifeln konnte. So ermordete er seine eigenen Onkel und Vettern. Dies brachte ihn auf dem Rest von Tamriel den Titel eines Despoten ein. Und ohne Zweifel war er das auch. Viele, gerade im Kaiserreich, glauben, dass die Reikmannen Barbaren sind. Sie kleiden sich in Fellen, schmücken sich mit Knochen und leben ein einfaches Leben. Auch Kadach war in diesem Sinne nicht viel anders. Doch bestimmt war er kein Dummkopf. Er war ein physisch beeindruckender Mann. Ein imposanter Kriegsfürst, mittleren Alters, mit schwarzem Bart und kühnen, dunklen Augen. Kadach trug immerzu ein Breitschwert bei sich, selbst im Thronsaal. Im Gegensatz zu vielen anderen Reikmannen war er dazu in der Lage zu lesen.
Kadach nutzte sein Wissen aus seiner Zeit des Studiums in der Kaiserstadt, um Markarth in eine moderne, funktionierende Stadt zu verwandeln, die die Reichmannen nie zuvor gesehen hatten. Es gab Gesetze und Ordnung. Fraktionen wie die Steinhände, welche als Leibwache von Kadach dienten, und die Markarth-Wache waren für die Friedenssicherung und die Untersuchung von Verbrechen verantwortlich. Die Wache war dabei alles andere als dumm. Sie waren dafür bekannt, mit Bärenhunden zu arbeiten. Ihre bevorzugte Variante des Bärenhunds war die Schwarzmaskenrasse. Diese Hunde wurden eingesetzt, um Ärger aufzuspüren und lokale Diebe zu finden. Unter der Kontrolle der Reichmannen wurde die Stadt Markarth durch magische Totems und Schutzzauber geschützt, die von Reach-Hexen eingerichtet wurden. Die Geschichte von Tamriel nimmt manchmal unerwartete Wendungen. Nachdem Varen Aquilarius Leovic ermordet und eine Weile selbst regierte, kam es in der zweiten Ära im Jahr 579 zum Seelenbruch. Der Rubinthron blieb unbesetzt, während der Nekromant Manimako zeitweise Kontrolle über Cirrodiil erlangte. Der Drei-Banner-Krieg um die Vorherrschaft im Kaiserreich brach aus und der Rat der Ältesten, das wichtigste Regierungsgremium des Reiches, unter der Führung von Ratsherrin Itinia, hatte eine geniale Idee. Sie wollten Kadach zum Kaiser machen. Kadach galt als letzter Schwarzdrache und war direkt verwandt mit Leovic, dem zuvor ermordeten Langhauskaiser. Ohne Zweifel war von Ratsherrin Itinia der Plan, Kontrolle über Kadach auszuüben, den sie wahrscheinlich als primitiv erachtete. Ein entsandter Diplomat, um Kadach den Rubinthron und die Kaiserschaft zu unterbieten, kam nur knapp mit dem Leben davon. Der Art von Markarth war schlau. Wahrscheinlich verstand er, dass in diesen unruhigen Zeiten es nicht ratsam war, sich zum Kaiser krönen zu lassen. Er beschränkte sich lieber auf Markarth und die Umgebung, welche damals auch bekannt war als das Reich. Obwohl der Art von Markarth den Titel eines Despoten trug, würden ihn diejenigen, die ihn kannten, sicherlich nicht als Tyrannen bezeichnen. Solange er sich auf die Stämme für Unterstützung und Waffen verlassen konnte, regierte er sie nicht und mischte sich nicht in ihre Politik ein. Wie so häufig in The Elder Scrolls gibt es kein Schwarz und Weiß. In der zweiten Ära, im Jahr 582, wurde Art Kadach von der Grauen Schar aufgesucht. Die Graue Schar war eine gefürchtete Armee aus Vampiren und Werwesen, die für ihre Brutalität und Zerstörung bekannt war. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits die Königreiche von Himmelsrand infiltriert. Sie schlugen vor, dass wenn der Art sie ziehen ließe, um im Reach nach einem alten Relikt zu suchen und sein Volk innerhalb der Stadtmauern zu halten, Markarth bei ihrer bevorstehenden Eroberung unversehrt bleiben würde. Obwohl Kadach zustimmte, stieß dieses Abkommen bei einigen in Reach auf Widerstand. Das führte zur Gründung einer rebellischen Gruppe namens die Unbezähmbaren Hüter. Ihre Anführerin, die ehemalige Geistersanghexe Arana, empfahl den Bewohnern von Markarth, die Stadt zu verlassen und sich ihnen am Stützpunkt in Kartspitze, dem Rebellenrefugium, anzuschließen. Arana war eine entscheidende Person im Widerstand gegen die Graue Schar. Sie und ihre Rebellen halfen dabei, Reach gegen die Graue Schar zu verteidigen. Das Missfallen des Art gegen die unbezähmbaren Hüter wurde offensichtlich, als er sie zum öffentlichen Feind Nummer 1 erklärte. Später wurde der Art von Graf Verandes Rabenwacht und seinem Begleiter wegen Angelegenheiten bezüglich der Grauen Schar angesprochen. Graf Verandes, einst ein Verbündeter der Grauen Schar, hatte sich von ihnen abgewandt und die Rabenwacht gegründet, um Vampiren eine neue Richtung zu weisen und sie davon abzuhalten, Sterbliche zu schädigen. Kadach selbst zeigte wenig Bereitschaft, dem Grafen und seinem Gefährten Gehör zu schenken, möglicherweise aufgrund von Lady Belaines Einfluss. Lady Belaine, die sich als Beraterin und Vertraute des Arts präsentierte, hatte eine mysteriöse Vergangenheit und schaffte es sich, in das Gericht von Markarth einzuschmeicheln. Ihre einzigartige vampirische Natur ermöglichte es ihr, ihre wahre Gestalt selbst vor anderen Vampiren zu verbergen, was Verandes Rabenwacht dazu veranlasste, in ihr eine leere Dunkelheit zu spüren. Als treue Anhängerin der Grauen Schar nutzte sie ihre Position, um die Stadt strategisch mit Menschen zu füllen, was den Plänen der Grauen Schar zugute kam. Als schließlich ihre wahre Identität bewiesen werden konnte, war Kadach verärgert über den Verrat.
Schließlich willigte er ein, mit dem Grafen von Haus Rabenwacht zu sprechen, während mehr über die dunklen Pläne von Lady Belaine in den Ruinen von Betar Zell ans Licht kommen sollte. Lady Belaine überredete die Matriarchin der Geistersang Natari, einen Großteil ihres Clans in den Gewölben des verlorenen Tals zu opfern, um dem dunklen Herz in der verlorenen Bibliothek von Axant ausreichend Seelen zuzuführen. Das dunkle Herz ist ein mystisches Objekt von großer Macht, das mit Seelenenergie betrieben wird. Mit der neuen Energie plante Belaine, das Herz noch weiter zu stärken, indem sie die dicht bevölkerten Menschen des Reach, die in Markarth gefangen waren, opferten. Als das Herz aktiviert wurde, stürzte die graue Schar auf die Stadt hinab und richtete ein Massaker an, um das Herz mit unzähligen Seelen zu füttern. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte sich Arana mit ihren Truppen dem Aad-Kadach genähert und ihm angeboten, die Stadt zu schützen. Als Lady Belaine die Macht über Kadach entglitt, versuchte sie ihn zu töten, konnte jedoch von Arana gestoppt werden. Schließlich floh sie in die Dwemer-Ruine von Axant, um die Macht des Herzens zu nutzen. In einem finalen Kampf konnte sie jedoch besiegt werden. Die verbleibenden Anhänger flohen und stellten noch immer eine Bedrohung dar. Nach der erfolgreichen Verteidigung von Markarth wurde der Vampirfürst Radar al-Saran, der hinter allem steckte, nach Grauhafen verfolgt. Hier stellten sich die damaligen Helden der Bedrohung und vernichteten den Vampir, der so viel Unheil über Himmelsrand und Reach gebracht hatte. Nachdem Verandas Rahmenwacht die Kräfte des dunklen Herzens absorbiert hatte, befreite er alle Seelen der Gefallenen während der Invasion der Grauen Schar in Markarth und erweckte sie wieder zum Leben. Dieses Ereignis wurde als das Wunder von Markarth bekannt. Es ist eines der wenigen, wobei bereits verstorben gemeinte Seelen wieder ihre sterbliche Form annahmen. Nachdem die Gefahr der Grauen Schar gebannt war, wurde ein Friedensvertrag zwischen Ost- und Westhimmelsrand unterzeichnet, der auch die Unabhängigkeit von Reach für die Reikmannen garantierte. Und so hätte alles bleiben können, bis Tibar Septim kam. Nach dem triumphalen Sieg von Tibar Septim, auch bekannt als Tardos Sturmkrone, in der Schlacht von Alt-Horoldan, wurde Reach und somit auch Markarth von den Nords von Himmelsrand erobert. Tibar Septim, der erste Kaiser des dritten Kaiserreichs, war eine legendäre Figur, die als einziger den Kontinent Tamriel vereinte und dessen Herrschaft den Beginn der dritten Ära markierte. Die Schlacht von Alt-Horoldan war ein entscheidender Konflikt, bei dem Tibar Septim, damals als Hialti Frühbart bekannt, die Stadt Alt-Horoldan in Hochfels belagerte und eroberte, was ihm die Anerkennung der Nords und den Ehrennamen Talos einbrachte. Das weitreichendste Ergebnis dieser Schlacht war die veränderte öffentliche Wahrnehmung der Reikmann. Die Gelehrten jener Zeit brandmarkten das Volk als Barbaren und Verrückte, die zu unkontrollierter Gewalt neigten und alten ketzerischen Göttern huldigten. Markarth avancierte zur Hauptstadt von Reach in Himmelsrand. Die Reikmannen wurden vertrieben und über die dritte Ära kontrollierten die Nord vollständig die Region. Als der große Krieg Cyrodiil verwüstete und das Dominion im Jahr der vierten Ära 174 die Kaiserstadt plünderte, verließ die Kaiserliche Legion ihre Stellung in Reach, um die Hauptstadt zu verteidigen, und ließ damit Markarth schutzlos zurück. Die Reikmannen nutzten diese Gelegenheit und bildeten eine Armee, bekannt als die Abgeschworenen, die Markarth als unabhängigen Stadtstaat in einem Ereignis beanspruchten, das als Abgeschworenenaufstand bekannt wurde. Die Rebellenfraktion stürzte den vorigen Jarl von Markarth, Holfdir, zugunsten ihres Anführers König Madamach. Zu dieser Zeit strebte der Stadtstaat danach, Reach als legitimes Königreich des Kaiserreichs zu etablieren. Die öffentliche Meinung der Nord stand jedoch den Reikmannen entgegen. Während die Reikmannen an einen legendären, historischen und friedlichen Stadtstaat glaubten, fehlte den Nords dieser kulturelle Bezug, da diese Legenden historisch von den Skalden von Himmelsrand ignoriert wurden. Daher sahen Nords aller Stände die Einheimischen des Reach nur als Wilde und Rohlinge, die nur zu töten und ihrem Dedra-Prinzen zu dienen wussten. Im Jahr der vierten Ära 176, bevor eine Vereinbarung zwischen Markarth und dem Kaiserreich getroffen wurde, formte Jarl Holfdir eine Miliz von Nords,
die Jarl Ulfric Sturmmantel rekrutierte und die Tore von Markarth belagerte. Ulfrics Motto, du bist mit uns oder gegen Himmelsrand, galt im gesamten Reach und jeder Bürger, der sich seiner Sache nicht anschloss, war dem Zorn des Jarls ausgesetzt. Ulfric Sturmmantel richtete einen Massenmord in Markarth an. Kinder, Frauen und Alte, welche den Reikmannen angehörten, wurden erbarmungslos durch das Schwert zu Fall gebracht. Jarl Holfdir fiel im Kampf, während König Madarnach zur Arbeit in der Sidna-Mine verurteilt wurde. Die Abgeschworenen zogen sich in die Hügel zurück. Und so sind die Reikmannen heute ein Volk, das ihrem Land beraubt wurde und historisch bedingt viel zu der Entwicklung von Markarth beigetragen haben. Die Architektur von Markarth erstrahlt auf Tamriel als einzigartiges Zeugnis, das tief in der Geschichte und Kultur der Dwemer verwurzelt ist. Einst Nushant Zell, von den Dwemern erbaut, fasziniert die Stadt mit ihrer Lage in einer Schlucht und ihren Felskonstruktionen. Die Dwemer zeichneten sich durch ihre meisterhafte Handwerkskunst aus, deren Einfluss bis heute in Markarth spürbar ist. Ihre Architektur, geprägt von Stein und Metall, verleiht der Stadt den Anschein einer nahezu uneinnehmbaren Festung. Über die Jahrhunderte hinweg hat Markarth eine wechselvolle Geschichte durchlebt, wie wir bereits gesehen haben. Nach dem Verschwinden der Dwemer wurde die Stadt von den Ureinwohnern von Reach besiedelt. In der Ära von Tibar Septim fiel sie schließlich in die Hände der Nords und erlebte weitere Transformationen. Trotz dieser Veränderungen bleiben die wesentlichen Merkmale der dwemerischen Baukunst erhalten, darunter die massiven, steinernen Strukturen und die komplexen Maschinerien, die noch heute Teile der Stadt zieren. Im Vergleich zu anderen Städten in Himmelsrand fällt Markarth durch seine dwemerischen Ruinen auf, die nicht nur als Basis für die moderne Stadt dienen, sondern auch ihr Erscheinungsbild prägen. Während Orte wie Weißlauf oder Einsamkeit stark von nordischer Architektur geprägt sind, mit ihren hölzernen Gebäuden und strohgedeckten Dächern, verkörpert Markarth die Stabilität und den Fortschritt der Dwemer. Die Stadt ist in zwei Bezirke unterteilt, die Hochstadt und das Flussufer, wobei der Tempel von Dibella auf einem zentralen Felsvorsprung thront und die Stadt in zwei Hälften teilt. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist die Festung Unterstein, der Sitz des Jarls, der auf den Ruinen der alten Dwemerstadt errichtet wurde. Hier sind noch immer einige Dwemermaschinen zu finden und die architektonische Gestaltung erinnert deutlich an die dwemerische Charakteristika. Unterhalb der Festung existieren nur noch wenige zugängliche Gänge und Räume der alten Dwemerstadt, die heute von Falmern bevölkert werden. Das Dwemermuseum von Kaizelmo, dem Hofmagier von Markarth, birgt eine Fülle von dwemerischen Artefakten, die die reiche Geschichte und das Erbe der Dwemer widerspiegeln. Markarth ist somit nicht nur ein lebendiges Denkmal der dwemerischen Zivilisation, sondern auch ein Zeugnis dafür, wie verschiedene Kulturen in der Lage sind, auf dem Fundament vergangener Ehren aufzubauen und diese zu bewahren. Uns eröffnet sich die Möglichkeit, Markarth bereits 800 Jahre vor den Ereignissen von Skyrim zu erkunden in The Elder Scrolls Online. In unserem historischen Ausflug haben wir bereits einiges über die Ereignisse in der zweiten Ära erfahren. Zu dieser Zeit herrschten die Reikmannen über die Hauptstadt von Reach, auch bekannt als das Reik. Die Struktur der Stadt ähnelt der in der vierten Ära, als die Ereignisse von Skyrim stattfinden. Doch es gibt Unterschiede in Bezug auf Dienstleistungen und Besonderheiten. Es lohnt sich also, einen genaueren Blick auf Markarth zu werfen während dieser Epoche. Der Gildenturm thront über dem Lagerkeller am Höhepunkt von Markarth und dient als Hauptquartier sowohl für die Magier als auch die Kriegergilde. Draußen übt Achtarzan sein Können im Bogenschießen an den Zielen, wodurch das charakteristische Geräusch von abgeschossenen Fallen entsteht, das in verschiedenen Teilen der Stadt zu hören ist. Beim Betreten des Turms wird man von einer schmalen, verwinkelten Treppe begrüßt, die einen in den Kern des Saals führt. Im Inneren erwarten einen verschiedene Geschäfte. Im Süden befinden sich die Quartiere der Magiergilde, wo magische Wunder studiert und gemeistert werden. Im Norden stehen derweil die Quartiere der Kriegergilde, belebt von Aktivitäten und Training. Die Ruhe des Jägers ist eine Herberge, die sich jenseits des Baches gegenüber dem Haupteingang von Markarth befindet. Kamkul schlendert von der Taverne umher mit einem Getränk in der Hand.
Wenn man die Herberge betritt, fällt sofort Kongorn auf, der den Steinboden rechts schrubbt. Links findet man einen Tisch, an dem mehrere Gäste sitzen und Getränke zu sich nehmen. Doch der Wirt steht hinter dem Tresen in der Mitte des Hauptsaals. Viele Gäste mischen sich hier unter. Am Ende des Hauptsaals findet sich ein Feuerplatz zum Kochen. Neben dem besitzt die Herberge, wie auch schon in der vierten Ära, zahlreiche Gästezimmer. Zwei weitere Gänge zweigen vom Hauptsaal am Feuerplatz ab. Wenn man nach links geht, trifft man auf Anzula, die Köchin. Ein Kochfeuer befindet sich entlang der südlichen Wand und auf einem nahegelegenen Tisch liegt eine Ausgabe von Die Kochkunst des Reach. Wer sich für die Speisen der Reichmann interessiert, sollte sich auf jeden Fall dieses Buch durchlesen. Anders als in der vierten Ära und während der Ereignisse in Skyrim sind in der zweiten Ära von Tamriel die dunkle Bruderschaft und die Diebesgilde gefürchtet und berüchtigt. Überall finden sich Unterschlüpfe für Gesetzlose, wo man gestohlene Waren an Hehler verkaufen und Objekte der Begierde schieben kann, um sie selbst zu behalten. In Markarth existierte ebenfalls ein Unterschlupf, dessen Architektur von den Dwemern geprägt war und der einen ungestörten Handel der Gesetzlosen ermöglichte, weit entfernt von den Augen der Gesetzeshüter. Außerhalb der Stadtmauern befinden sich die Stallungen von Markarth. Zwei Hexenritterstürmer stehen in den Boxen. Diese Pferde kann man separat als Skin im Kronenshop zu bestimmten Zeiten erwerben. Draußen arbeitet Driss Urgan, während der Stallmeister Defbart inmitten seines Stalls Schaufelarbeit verrichtet. Das Repositorium des Steingewölbes wird in der vierten Ära von der Silberblutfamilie besetzt. Es ist bekannt als die Schatzkammer und in der zweiten Ära fungiert es für alle Reisende als Bank. Hier ist es einerseits möglich, Geld und Gegenstände einzuzahlen oder diese wieder abzuholen. Wie es sich für einen solchen Ort gehört, gibt es zwei Wachen, die patrouillieren. Wer hier erfolgreich stehen will, muss sich also konzentrieren. Die Unterhalle ist in der zweiten Ära ein Ort, an dem man Rüstungen und Dinge herstellen kann. In der vierten Ära ist hier die Wohnkaserne. Sie liegt am nördlichen Ufer des Flusses im Zentrum von Markarth. Für alle fleißigen Handwerker findet man hier genügend Handwerkstische, um allerlei Sachen herzustellen. Bedingt dadurch, dass hier alles recht zentral ist, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch, wenn man auf einmal viele verschiedene Dinge herstellen möchte. Die Festung Unterstein ist der Sitz des Arts in Markarth. Man erreicht sie durch den Haupteingang im westlichen Teil von Markarth. Beim Betreten des Gebäudes stehen einem drei Optionen zur Verfügung. Nach Norden, nach Süden oder weiter nach Westen gehen. Wenn man nach Süden geht, erreicht man den alten Teil von Nushant Sel. Hier kann man weiter hinabsteigen und die Schwarzweite erreichen, vorausgesetzt man hat einen bestimmten Teil der Quest des DLCs freigeschaltet. Außerdem kann man rechts, dort wo in der vierten Ära Khal Zelmo zu finden ist, ein Buch finden, was den Titel trägt Legende von Axant. Dieses Buch gilt in der vierten Ära als vergessen und erlaubt nochmal einen ganz besonderen Blick auf die Dwemer. Neben dem findet man natürlich auch den Thronsaal des Arts. Hier kann man Kadach vorfinden, wie er auf dem Trauerthron sitzt. Wer hier genau aufpasst, findet auch noch weitere Lore-Bücher, die einen erlauben, mehr über die Hintergründe von The Elder Scrolls zu erfahren. Damit kommen wir meiner Meinung nach zu dem spannendsten Teil, nämlich Nushant Sel selbst. Hierbei handelt es sich ja um eine alte Dwemer-Ruine, die sich in der Festung Unterstein befindet. Nushant Sel ist von innerhalb der Festung Unterstein aus nur dann zugänglich, wenn die dementsprechende Quest begonnen hat. Man kann jedoch jederzeit über die Schwarzweite diesen Ort erreichen. Die alte Ruine ist im Kern das Herzstück von Markarth und war früher für die Dwemer von großer Bedeutung. Die Ruine selbst ist ein Labyrinth aus Hallen und Gängen, die von den Schatten der Vergangenheit durchdrungen sind. Man findet dort Zeichen des Kampfes, wie zahlreiche zerstörte Dwemerspinnen und einige tote Vampire. Die Hallen sind gefüllt mit Feinden wie den Mitgliedern der Grauen Schar, darunter Blutritter, Kampfmagier und Werwölfe, sowie verschiedene Dwemer-Konstrukte. Die Architektur ist typisch dwemerisch, mit massiven steinernen Strukturen und komplexen Maschinen, die trotz ihres Alters doch immer Ehrfurcht gebieten. Fallen wie sich endlos drehende Klingen, Dampfventile und elektrische Fallen sind in den Ruinen verstreut, was die Erkundung gefährlich macht. Die Gewölbe von Nushant Sel beherbergen einen Fluss und bieten Zugang zu weiteren Ebenen, die tiefer in die Geheimnisse der Dwemer eintauchen. Ohne Zweifel ist der Anblick der unterirdischen Anlage von Markarth ein besonderer Blick, wie man ihn zur Zeit von Skyrim nicht erblicken kann, weil dieser Teil der Anlage wahrscheinlich verschüttet wurde. Wer die Dwemer liebt und weitere Teile von der Schwarzweite erkunden will, sollte hier auf jeden Fall mal hinabsteigen.
In der Zeit von The Elder Scrolls V Skyrim während der vierten Ära hat sich die Architektur von Markarth nur wenig verändert. Doch die Bevölkerung ist eine andere. Die Nord haben die Reikmann verdrängt seit den tragischen Ereignissen in Markarth, als Ulfric Sturmmantel einen Massenmord an den ursprünglichen Einheimischen von Reach verursachte. Markarth ist jedoch gealtert und nicht mehr so gut erhalten wie in der zweiten Ära. Auch das Angebot an Geschäften und Dienstleistungen hat sich verändert. Die Unterhalle ist nicht mehr der Ort der Schmieden, sondern bekannt als Wohnkaserne und beherbergt nun die Ärmsten der Stadt. In der Sidna-Mine verbüßen Gefangene ihre Strafen, indem sie hart arbeiten müssen. Eine Form der Sklaverei. Der belebte Marktplatz von Markarth liegt unmittelbar am Eingang des Stadttors und ist flankiert von der gemütlichen Taverne Gasthaus Silberblut sowie dem vielseitigen Gemischtwarenladen Anleif und Söhne. Von frühmorgens um 8 Uhr bis spätabends um 20 Uhr versammelt sich hier die Bevölkerung, um Geschäfte zu tätigen oder sich zu unterhalten. Bei einem ersten Besuch des Marktplatzes kann man Zeuge einer dramatischen Szene werden, in der Velin den Versuch unternimmt, Margit zu ermorden. Die Wahl liegt beim Besucher. Eingreifen und sie retten oder passiv bleiben und das Geschehen beobachten. Beides löst die spannende Quest, die Verschwörung der Abgeschworenen, aus. Versteckt in einer ruhigen Ecke von Markarth bietet der Schrein von Talos einen Zufluchtsort für diejenigen, die den verbotenen Gott des Krieges verehren. Der Schrein ist ein Ort des stillen Widerstands gegen das Weißgold-Konkordat und ein Zeugnis der tiefen religiösen Überzeugungen der Bürger. Hier kommen Menschen zusammen, um zu meditieren, zu beten und Talos zu ehren, dessen Legende in den Herzen der Nords von Himmelsrand weiterlebt. Der Tempel von Tibella ist ein prachtvolles Bauwerk, das sich durch seine elegante Architektur und die friedliche Atmosphäre auszeichnet. Die Priesterinnen des Tempels sind Hüterinnen der Liebe und Schönheit und bieten Segnung und Rituale für diejenigen an, die nach geistiger und emotionaler Reinigung suchen. Der Tempel ist ein leuchtendes Beispiel für die göttliche Anmut und zieht Pilger und Neugierige gleichermaßen an. Anders als in der zweiten Ära, wo die Halle der Toten nicht begehbar ist, können wir ihr in Skyrim einen Besuch abstatten. Sie ist ein Ort der Ehrfurcht und des Gedenkens. Hier werden die Verstorbenen von Markarth in Ruhe gelassen und ihre Geschichten werden von Bruder Verulus bewahrt, der die Halle verwaltet. Die Halle ist ein Ort der Reflexion über das Leben und den Tod und dient als Brücke zwischen den Lebenden und den Ahnen. Als Sitz der Macht in Markarth ist die Festung Unterstein ein imposantes Bauwerk, das Stärke und Beständigkeit ausstrahlt. Die Festung ist nicht nur das Zuhause des Jarls, sondern auch ein kulturelles Zentrum, das das Dwemer-Museum und den Zugang zur antiken Stadt Nushant Zell beherbergt. Die Festung ist ein Symbol für die reiche Geschichte und die politische Bedeutung von Markarth. Im Wesentlichen hat sich die Architektur der Festung seit der zweiten Ära kaum verändert. Abgesehen davon, dass die Festung jetzt baufälliger ist. Nushant Zell selbst präsentiert sich in Skyrim als eine umfangreiche Dwemer-Ruine, die von Festung Unterstein im Markarth aus zugänglich ist. Die Ruine ist tief in den Berg gehauen und wird von Kal'Zelmo erforscht. Kal'Zelmo ist ein Altmer, also ein Hochelf, und der führende Experte für die Kultur der Dwemer. Er widmet sein Leben der Erforschung der Dwemer-Ruine und hat eine beeindruckende Sammlung von Artefakten und Schriften zusammengetragen. Zusätzlich zu seiner Forschung ist er auch ein Händler, der Bücher und andere Gegenstände verkauft, die mit den Dwemern in Verbindung stehen. Im Gegensatz zu der 800 Jahre jüngeren Version in The Elder Scrolls Online ist das Nushant Zell in der vierten Ära deutlich kompakter und bietet keinen Zugang zu der Schwarzweite. Jedoch ist die Anlage nicht zu unterschätzen und wird bevölkert von Falmern, Dwemer-Automaten und anderen finsteren Kreaturen. Das Dwemer-Museum in Markarth beherbergt die größte Sammlung von Dwemer-Relikten in Himmelsrand. Es befindet sich in der Festung Unterstein und wurde vom Hofmagier Kal'Zelmo eingerichtet. Das Museum ist streng bewacht und zeigt eine Vielzahl von Gegenständen, die mit der Dwemer-Kultur verbunden sind. Darunter mächtige Dwemer-Konstrukte, ausgestellt in Vitrinen. Besucher können hier auch einen Stein von Barentsjar finden, der in einem abgeschlossenen Raum links vom Eingang liegt. Zutritt zum Museum erhält man normalerweise durch Kal'Zelmo, nachdem man die Quest Nimhil, die Vergiftete, für ihn abgeschlossen hat. Im Museum selbst gibt es auch Kal'Zelmos Labor, das zwar offen ist, aber nicht betreten werden darf, ohne ein Kopfgeld zu riskieren. Eine besondere Attraktion ist die Möglichkeit, eine Dwemer-Spinne mit dem Stab der Spinnenbeherrschung zu kontrollieren.
was nützlich sein kann, um den Giftgasfallen auf dem Weg zu Kalzelmos Turm zu entgehen. Das Anwesen der einflussreichen Silberblutfamilie in Markarth beherbergt eine bemerkenswerte Schatzkammer. Diese fungiert nicht nur als Bank, sondern auch als Wohnhaus der Familie. Beim Betreten findet man eine Theke, die zur Tür ausgerichtet ist, und dahinter liegt ein kleiner Raum mit einem Tresor, der mit einem Expertenschloss gesichert ist. Des Weiteren gibt es in der Schatzkammer eine Küche mit einem Kochtopf sowie ein Schlafzimmer mit einem Stein von Barrenzia. Die Schatzkammer spielt eine wichtige Rolle in verschiedenen Quests des Spiels, darunter die Verschwörung der Abgeschworenen und kein Zacken aus der Krone brechen. Fun Fact: Es ist bekannt, dass der Tresor manchmal leer ist, was als Fehler im Spiel angesehen wird. Das Alchemiegeschäft Hexenhehlerei in Markarth ist für alle Trankmischenden der richtige Anlaufpunkt. Er wird von Bothela, der Inhaberin, und ihrem Assistenten Moiri geleitet. Obwohl beide Ureinwohner von Reach sind, gehören sie nicht der rebellischen Gruppe der Abgeschworenen an, was an ihren Gesichtstattoos erkennbar ist. Im Laden werden eine Vielzahl von alchemistischen Zutaten und Tränken angeboten. Bothela gibt dem Spieler auch eine Nebenquest, bei der man dem Vogt Raerik einen speziellen Trank bringen soll. Nach Abschluss dieser Quest kann man einige Gegenstände aus der Hexenheilerei mitnehmen, ohne dass sie als gestohlen markiert werden. Die Hexenheilerei ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Spieler, die sich auf Alchemie spezialisiert oder einfach nur Vorräte für ihr Abenteuer suchen. Der Wachturm in Markarth ist ein beeindruckendes dwemerisches Bauwerk. Er thront auf einer Felsklippe neben dem Tempel von Dibella und dient als Kaserne sowie als Aussichtspunkt für die Stadtwache von Markarth. Im Inneren des Turms führt eine elegante Wendeltreppe hinab in den Hauptraum, von dem aus die Schlafräume der Wachen abgehen. Zusätzlich gibt es einen kleinen Trainingsraum mit 3 Trainingspuppen, in dem die Wachen ihre Fähigkeiten schärfen können. Der Wachturm erhebt sich majestätisch über der Stadt und ist fast von jedem Punkt aus sichtbar. Er spielt eine entscheidende Rolle in der Sicherheit und Überwachung von Markarth. Zur Zeit von The Elder Scrolls Online fungiert dieser Turm für die Gilden von Tamriel als Unterkunft. Das verlassene Haus in Markarth ist ebenfalls ein erwähnenswerter Ort in der Stadt. Es wird von den Bewohnern der Stadt als verflucht angesehen und ist der Schauplatz der Quest Das Haus des Schreckens. Das Gebäude liegt verlassen und die Wächter von Stendar vermuten, dass es für die Anbetung von Dedran verwendet wird. Im Inneren des Hauses befindet sich ein schlichter Schrein von Molag Bal. Im Verlauf der Quest wird der Spieler von Molag Bal beauftragt, seinen Altar zu säubern, indem man einen Priester von Boethia ins Haus lockt und ihn dort mit einem rostigen Streitkolben tötet. Als Belohnung erhält man dann den Streitkolben von Molag Bal. Insgesamt gibt es im Haus 62 Behälter, die sich für die dauerhafte Lagerung von Gegenständen eignen. Die Taverne Gasthaus Silberblut ist ein bekannter Treffpunkt in der Stadt Markarth und beliebter Anlaufpunkt für Abenteurer. Sie wird von Klepper und seiner Frau Frabi geführt, deren häufige Streitereien bekannt sind. Oft entschuldigt sich ihre Tochter für das Verhalten ihrer Eltern. Der Name der Taverne leitet sich von der einflussreichen Familie Silberblut ab, die in Markarth großen Einfluss genießt. Das Gasthaus bietet verschiedene Dienstleistungen an und ist ein beliebter Ort für Charaktere im Spiel, um sich zu treffen, Informationen zu sammeln und Aufträge zu erhalten. Hier kann man Zimmer mieten und verschiedene Charaktere wie den Söldner Forstark oder den Arbeiter Kumulak antreffen. Des Weiteren spielt die Taverne eine wichtige Rolle in verschiedenen Quests des Spiels, darunter die Verschwörung der Abgeschworenen. Die Wohnkaserne in Markarth ist ein interessantes Gebäude. Sie befindet sich gegenüber der Sidna-Mine und dient als Unterkunft für die Armen und Kranken der Stadt. Die Kaserne wurde direkt in den Fels unterhalb des Tempels von Dibella geschlagen und befindet sich in einem äußerst heruntergekommenen Zustand. In der Wohnkaserne gibt es separate Zimmer für verschiedene Charaktere, die jeweils mit einfachen Schlössern gesichert sind. 2 weitere Zimmer sind bereits eingestürzt. Von dem alten Glanz während der zweiten Ära, wo dieser Ort als Unterhalle bekannt war, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wer die Stadt aus Stein besucht, sollte auf jeden Fall bei Arnleif und Söhne vorbeischauen, einem Geschäft für Gemischtwaren. Die Inhaberin Lisbeth hat den Laden nach dem Tod ihres Mannes übernommen, der einst von dem Vater ihres verstorbenen Ehemanns gegründet wurde. Lisbeth beklagt sich oft darüber, dass der Laden nicht profitabel ist, da die Überfälle der Abgeschworenen ihre Handelskarawanen bedrohen und wertvolle Waren stehlen. Selbst eine letzte Lieferung, die dem Geschäft hätte helfen können, fiel den Überfällen zum Opfer. In einem Video über Markarth darf selbstverständlich auch nicht die Sidna-Mine fehlen.
Hierbei handelt es sich nicht nur um eine Silbermine, sondern angeblich auch um das sicherste Gefängnis in ganz Himmelsrand. Sie wird von der mächtigen Familie Silberblut betrieben, die ihre Gefangenen zu harter Arbeit zwingen. Ein düsteres Gerücht besagt, dass nur die Toten jemals die schattenhaften Gänge verlassen werden. Die Sidna-Mine birgt auch das Geheimnis von Madanach, dem König in Lumpen und Anführer des erbarmungslosen Aufstands der Abgeschworenen. Die Sidna-Mine ist somit ein zentraler Schauplatz für die dramatischen Ereignisse rund um die Abgeschworenen und die politischen Machenschaften in Markarth. Außerhalb der Stadtmauern liegen die Ställe von Markarth. Hier kann man für 1000 Septimer ein Pferd erwerben, das einen als treuer Begleiter dient. Außerdem finden wir hier einen Kutscher, der uns gegen eine geringe Gebühr an verschiedene Orte von Himmelsrand bringt. Die Bevölkerung von Markarth hat sich im Lauf der Zeit stark gewandelt. In der ersten Ära von Tamriel wurde die Stadt von den Dwemern bewohnt. Zu dieser Zeit war Markarth noch als Nushant Zell bekannt. Mit dem Verschwinden der Dwemer fiel die Stadt an die Reikmannen, später an die Nord, dann wieder an die Reikmannen, um schließlich in der vierten Ära abermals unter Kontrolle der Nord zu stehen. Diese wechselhafte Geschichte hat die Bevölkerung von Markarth stark geprägt. Und die Stadt selbst würde man wohl kaum als ein Ort von Vielfalt und Toleranz bezeichnen. Dafür hat Markarth in Himmelsrand einfach schon viel zu viel erlebt. Während der zweiten Ära, in der auch The Elder Scrolls Online spielt, lange vor den Ereignissen von Skyrim, ist Markarth eine Stadt, die von den Reikmannen bewohnt wird. Diese sind die Vorfahren der späteren Abgeschworenen und zeichnen sich durch ihre naturverbundene Lebensweise und ihre Vorlieben für Knochen und Geweihe aus, die sie in ihren Rüstungen einarbeiten. Sie gelten als die Ureinwohner von Reach oder des Reichs. Im Laufe der Geschichte wurden die Reikmannen vom Kaiserreich und der Nord immer wieder diskriminiert, als dumm abgestempelt, vertrieben und leider auch verfolgt. Bis heute sind die Abgeschworenen davon überzeugt, dass ihnen das Reich rechtmäßig zusteht. Die Reikmann selbst besitzen Wurzeln in der bretonischen Kultur. Und da Markarth und das Reich nicht weit von Hochfels entfernt liegen, verwundert es nicht, dass sich hier einige Urbretonen niedergelassen haben. Insbesondere in der zweiten Ära haben die Reikmann Reach und Markarth geprägt. Ihre Kultur und Kunst waren deutlich im Stadtbild zu sehen. Und im Gegensatz zu den Behauptungen einiger kaiserlicher Gelehrter war Markarth durchaus ein Ort, an dem man sich sicher fühlen konnte. Die politische Lage in Markarth während der zweiten Ära war von den Konflikten zwischen den Reikmannen und den einfallenden Armeen der Grauen Schar geprägt. Die Bevölkerung von Markarth während der Ereignisse von Skyrim in der vierten Ära ist eine vielschichtige Mischung aus Nord, die die Mehrheit ausmachen, und eine Minderheit von Reikmannen, besser bekannt als die Abgeschworenen, den ursprünglichen Einwohnern der Region. Die Stadt zeichnet sich immer noch durch ihre einzigartige dwemerische Architektur aus, die sich in den massiven steinernen Strukturen und dem komplexen System von Aquädukten und Wasserfällen widerspiegelt. Kulturell ist Markarth von den Spannungen zwischen den Nord- und den Reikmannen geprägt. Die Abgeschworenen streben danach, das Fürstentum Reach von den Nords zurückzuerobern und ihre alten Traditionen sowie den Kult um den Dedra-Fürsten Hesine wiederherzustellen. Zur Zeit von Skyrim herrscht Jarl Egmund über Markarth und ist ein treuer Unterstützer des Kaiserreichs. Er regiert von der Festung Unterstein aus, die auf den Ruinen der alten Dwemerstadt erbaut wurde. Seine Familie hat seit Generationen über Markarth geherrscht und bemüht sich, die Stadt vor den Abgeschworenen zu schützen. Die Familie Silberblut spielt eine herausragende Rolle in Markarth. Als die reichste und mächtigste Familie in der Region besitzen sie zahlreiche Minen und Ländereien und nutzen Gefangene, um in der Sidna-Mine Silber abzubauen. Die Silberbluts unterstützen Ulfric Sturmmantel und die Sturmmäntel, die für die Unabhängigkeit Himmelsrand vom Kaiserreich kämpfen. Tonar Silberblut, das Oberhaupt der Familie, hat großen Einfluss auf die Politik und Wirtschaft der Stadt. Die Kultur von Markarth ist tief verwurzelt in der Geschichte und den Traditionen der Dwemer sowie der Reikmann. Die Dwemer, auch bekannt als die Tiefelfen, hinterließen eine beeindruckende Architektur und fortschrittliche Technologie, die bis heute in der Stadt zu bewundern ist. Ihre Ruinen und mechanischen Konstrukte prägen das Stadtbild und sind ein zentraler Bestandteil der kulturellen Identität von Markarth. Die Reikmannen, die Ureinwohner von Reach, bringen ihre eigene reiche Kultur mit, die sich in ihrer Kleidung, ihren Bräuchen und ihrem Glauben widerspiegelt. Sie sind bekannt für ihre enge Verbundenheit mit der Natur und ihre schamanistischen Traditionen,
die sich auch in ihrer Kunst und Handwerkskunst zeigen. Oft verwenden die Reikmann natürliche Materialien wie Knochen, Leder und Holz, um persönliche Gegenstände und Schmuck herzustellen. In Bezug auf die Küche spiegelt das Essen von Markert die robusten Bedingungen des Reik wider. Die Bewohner von Markert nutzen lokale Zutaten wie Wild, Wurzeln und Beeren, um herzhafte Gerichte zuzubereiten. Eintöpfe und gebratenes Fleisch stehen hoch im Kurs und werden oft mit kräftigen, hausgemachten Getränken serviert. Die Kunst in Markert zeigt ihre Einzigartigkeit durch die Verwendung von Dwemer-Metallen und Steinen, die in Skulpturen und Gebäuden verarbeitet werden. Die Reikmann bringen ihre eigenen künstlerischen Ausdrucksformen ein, die sich in geschnitzten Totems und bemalten Lederarbeiten zeigen. Diese Kunstwerke sind nicht nur dekorativ, sondern tragen oft auch eine tiefe spirituelle oder rituelle Bedeutung. Markert ist nicht die einzige wichtige Stadt in Himmelsrand. Insbesondere Weißlauf hat eine reichhaltige Geschichte, Kultur und interessante Bevölkerung und einige recht spannende Geheimnisse, die du hier in diesem Video erfährst.